Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Auswärtsspiel in Leverkusen und einer langen Nacht. Wir waren tatsächlich erst um 3 Uhr heute Morgen wieder in Erfurt. Heute ein verschwitzter Trainer, da muss ich mich fast ein bisschen entschuldigen. Wenn die Mädels Regeneration haben, dann muss man manchmal auch ein bisschen selber für die eigene Fitness was tun. Ich bin natürlich nach den beiden Niederlagen wettbewerbsübergreifend einmal das wichtige Spiel gegen Bensheim knapp verloren und dann im Rehla wirklich kein gutes Spiel gemacht mit sehr vielen einfachen technischen Fehlern, wo wir uns gefühlt wirklich selber ein dickes, fettes Ei ins Nest gelegt haben, war es gestern Abend ganz, ganz wichtig, dass wir den Umschwung schaffen und wieder mit 2 Punkten in die Bundesliga-Saison reingehen. Es war ein Spiel, was nicht konstant über 60 Minuten gleich war. Aber ich finde, dass wir eine sehr gute erste Halbzeit gespielt haben, uns Leverkusen erstmal stellen mussten, die gut gefightet haben, die dagegen gehalten haben. Aber wir dann doch in der ersten Halbzeit mit 16:10 zur Pause rein sind. Und das hat mir schon im Großen und Ganzen ganz gut gefallen. Leider war der Start mit 1:3 nicht so toll und dann auch nach der Pause wieder. Leider Gottes tun wir uns gerade oft, gerade nach den Halbzeitpausen so schwer. Wieder nochmal ein 3:6-Lauf, dadurch hat Leverkusen nochmal an uns ein bisschen ranschnuppern dürfen, aber dann hat die Mannschaft das doch souverän bis zum Ende gelöst und wir konnten mit 28:21 einen klaren Auswärtssieg dann feiern, was dann doch sicher wieder ein bisschen Selbstbewusstsein gibt, ein bisschen Sicherheit gibt, da wir diese 2 Punkte ja jetzt auch dringend im Kampf um das Podium, auch um am Tabellenzweiten Bensheim dran zu bleiben, die gestern sehr knapp gegen Oldenburg gewonnen haben, war das natürlich für uns ganz, ganz wichtig. Die Mannschaft hat sich gut eingebracht, die Mannschaft hat gut reagiert und letztendlich bin ich mit dem Bundesligaspiel unterm Strich zufrieden. Ja, jetzt heißt es wieder schnell regenerieren heute, wie schon erwähnt, und dann geht es ja schnell, sehr, sehr schnell zum letzten Europacup-Spiel. Wir spielen Sonntag 14 Uhr, das letzte Heimspiel. Und da freuen wir uns auf unsere Fans und da wollen wir auch im Europapokal unsere sehr gute Gruppenphase mit einem Sieg abschließen. Da die anderen Spiele, beziehungsweise das andere Spiel in unserer Gruppe schon am Samstag ist, wissen wir dann am Sonntag auch ganz genau, ob wir noch eine Chance auf diesen ersten Tabellenplatz haben. Vielleicht kurz zur Konstellation. Brela hat das direkte Duell gegen uns gewonnen, hat 8:2 Punkte, genauso wie wir. Ich finde, dass beide Mannschaften es auch wirklich geschafft haben, hochverdient ins Viertelfinale zu kommen. Muss nach Chambray und in Chambray ist sicherlich ein schweres Auswärtsspiel und sollte Chambray dort mindestens einen Punkt nehmen oder sogar gewinnen, dann haben wir am Sonntag mit einem Sieg die Chance, noch Gruppenerster zu werden. Gruppenerster, was sicherlich leichter wäre im Hinblick auf das, was aus der Parallelgruppe da kommt. Es ist immer ganz gut, den Stärksten zu vermeiden, aber jetzt wollen wir erstmal den Fokus auf Lokomotiva Zagreb legen, die sicherlich die ganz großen Außenseiter in dieser Gruppe waren. Trotzdem sich sehr, sehr gut verkauft haben aus meiner Sicht. Ich finde, dass sie sehr gut mitgehalten haben mit allen Mannschaften. Teilweise wirklich auch Top-Mannschaften, wie zum Beispiel Brela, an den Lande in der Niederlage gebracht haben. Brela hat dort gerade nur mit einem Tor gewonnen. Auch wir haben uns in der ersten Halbzeit schwer getan, haben dann durch den längeren Atem, durch das bessere Spiel in der zweiten Halbzeit dann doch einen relativ klaren Sieg dort eingefahren. Aber ich bin mir sicher, die Erfahrung, die sie jetzt auch gesammelt haben in der European League, hilft ihnen. Und das wird nochmal ein sehr, sehr schweres, kampfbetontes Heimspiel, wo wir speziell auf den sehr gefährlichen Rückraum achten müssen. Mit Gigi Dramac auf Rückraum rechts, eine meiner ehemaligen österreichischen Nationalspielerinnen, die immer sehr gefährlich aus dem Rückraum werfen kann. Und die Rückraum links das gleiche, eine reine Werferin. Auf beide Shooterinnen müssen wir extremst achten, gut das Gleichspiel abdecken. Dann sicherlich auch nochmal aufpassen, speziell auf die Rechtsaußen auch. Dann ist eine weitere Österreicherin im Kader mit Toni Mamic, eine Torhüterin, die aus der Schwangerschaft gekommen ist und jetzt immer besser zurechtkommt. Also wie gesagt, ich bin mir sicher, ich hoffe, die Fans füllen nochmal die Halle. Wir brauchen den Rückhalt und ich bin mir sicher, dass es ein interessantes, spannendes Abschlussspiel wird. Für uns wäre es natürlich sehr, sehr schön, wenn es letztendlich noch um diesen ersten Tabellenplatz gehen würde. Trotzdem muss ich sagen, unterm Strich bin ich sehr glücklich und zufrieden, wie die Mannschaft diese European League angenommen hat und wir freuen uns jetzt schon auf das Viertelfinale. Dankeschön.